This is a map that is downloaded in every autopilot computer on every airplane that has autopilot. This is the map that it uses. Ja, Glück auf, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns ein paar politische Karten an, mit den Ländern eingetragen. Und wir schauen uns auch noch mal ein bisschen genauer die Gleason-Karte an, nehmen die ein bisschen unter die Lupe, was da so draufsteht. Und zu dieser Gleason-Map, die Standardkarte der Welt, gibt es auch noch eine kleine Erklärung, wie sie zu verwenden ist. Da möchte ich besonders auf Punkt 8 eingehen, also es sind 8 Punkte aufgezählt, wie man die Karte verwendet. Punkt 8 ist dabei sehr interessant. Ja, viel Spaß dabei. Zur Gleason Map, also die neue Standardkarte der Welt, gibt es folgende offizielle Erklärung. Die Weltkarte wurde von Alexander Gleason im späten 19. Jahrhundert entwickelt. Sie basiert auf einer alternativen Projektion der Erde, die als Gleason's Equal Area Projection bekannt ist. Im Gegensatz zur gebräuchlichen Projektion versucht die Gleason-Karte, die Länder in Bezug auf ihre tatsächlichen Flächenverhältnisse genauer darzustellen. Auf dieser Karte erscheint die Erde als flache Scheibe, wobei der Nordpol in der Mitte und der Südpol am äußeren Rand liegt. Ich wiederhole nochmal. In Bezug auf ihre tatsächlichen Flächenverhältnisse genauer darzustellen. Auf dieser Karte erscheint die Erde als flache Scheibe. Das ist die offizielle Erklärung zu der Karte. Ich überlasse das eurer Fantasie, was ihr daraus macht. Ja, wir schauen uns die neue Standardkarte der Welt mal ein bisschen genauer an. Der Herr Gleason ist hier ziemlich direkt und sagt, das ist die neue Karte der Welt. Sie ist wissenschaftlich korrekt und praktisch korrekt. Hier steht auch as it is, also so wie sie ist. Damit macht er eine ziemlich genaue Aussage oder eine straightforward Aussage, was denn von der Karte zu halten ist. Diese Karte wurde auch meiner Information nach lange verwendet. Man sieht hier zwei längliche, linealartige Streifen, womit man berechnen kann, wie weit etwas wegliegt. Und jetzt ist die Frage, wenn ich mit meinem Flugzeug oder mit meinem Schiff unterwegs bin und ich nehme diese Projektion der Erde, dann sollte das schon ziemlich genau sein, weil sonst lande ich über kurz oder lang an einem völlig falschen Ort. Ja, im Hinblick auf die politischen Karten aus dem Buch Schwingungen des Kosmos schauen wir uns hier ein bisschen die Kontinente an. Und zwar sind die alle ein bisschen breit gezogen. Das ist einfach so, da sich beim Globus der Äquator der breiteste Punkt ist. Hier bei dieser Projektion ist es die Antarktis der breiteste Punkt. Daher sind vor allem die südlichen Kontinente breit gezogen. Sehr interessante Darstellung. Kommen wir zur politischen Karte in Schwingungen des Kosmos aus dem Buch. Bevor wir da hinkommen, schauen wir uns die 8 Regeln an, wie die Karte zu verwenden sind. Beziehungsweise wir schauen uns nur die 8. Regel an, weil die ist am interessantesten. Die anderen Regeln sind mehr über die Benutzung der Karte, wie man es berechnet. Beim 8. Punkt steht drin, wenn wir nun die Zeile Bob, also BOB, nehmen und ihre Schnittpunkte bei AA betrachten und es vom Standpunkt des Schnittpunktes aus betrachten, werden die erforderlichen Bedingungen erfüllt, um unter anderen Bedingungen kann es auch sein. Diese Demonstration bezieht sich auf 2 Überlegungen, die Erde als Globus oder eine Ebene. Du hast die Wahl. Zur Einspieler in eigener Sache, ich habe einen kleinen Shop, wo man meinen Kanal unterstützen kann. Zurzeit habe ich dort diese Tasse im Angebot. Wer meinen Kanal unterstützen möchte, der darf da gerne zuschlagen. Link ist in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank. Ja, kommen wir zur politischen Karte. Hier schauen wir drüber. Ich werde ein bisschen Musik unterlegen und lasse euch ein bisschen allein mit den Karten. Ihr könnt euch da gerne durchklicken, auch mal das Video pausieren. Alles gar kein Problem. Was blind, but now
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf dem Weg nach draußen lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abonnement, wenn ihr das noch nicht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis bald.